Das heißt, Sie schließen auch aus, das habe ich Markus Söder ja vorhin im Interview auch gefragt, sich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Na klar. Glauben Sie ihm das, Herr Thürmer? Also ich wünschte, ich könnte es ihm glauben. Denn wenn man sich umschaut in Europa, überall dort, wo rechtsradikale Kräfte an die Macht gekommen sind, dann war das, weil die Konservativen umgefallen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Konservativen eine klare Brandmauer haben. Aber gerade in Thüringen habe ich da begründete Zweifel. Ich habe mir hier sogar eine Liste mitgenommen. Oh. Da stehen lauter Beispiele dafür drauf, wo die CDU in den letzten Jahren mit der AfD im Landtag kooperiert hat. Und in den Was kein Verbrechen ist, das wird BSW in Zukunft auch machen. Also wenn die AfD einen Antrag stellt, keine Ahnung, wir sind gegen das Erwürgen von Katzenbabys. CDU nach Brandmauerlogik, da stimmen nein, dagegen stimmen und sagen nein, wir sind für das Erwürgen von Katzenbabys. Um jetzt mal wirklich ein ziemlich absurdes Beispiel zu nehmen, um es euch zu verdeutlichen, wie absurd dieser Gedanke einer Brandmauer ist. Man kann doch nicht gegen gute Vorschläge, nur weil sie aus der AfD kommen, stimmen, weil man die AfD nicht mag. Also was ist das für ein Verständnis von Politik? Also, dass Politik einen gewissen Tribalismus innehat, das gehört zum Wesen der Politik. Das ist jetzt nichts, was erst seit heute der Fall ist. Aber wenn man diesen Tribalismus einseitig gegen eine Partei wendet, unter welcher ideologischen Verbrämung auch immer, im Sinne von, ach, die sind alle rechtsradikal oder so ein Unsinn, ja, was passiert dann mit den anderen Parteien? Diese anderen Parteien, die kuscheln sich immer enger aneinander, je stärker die AfD wird. Wir haben dann einen Altparteienblock und eine AfD. Das heißt, damit stärkt man erstmal langfristig die AfD. Und zum anderen schmiegen sich die anderen Parteien so eng aneinander, dass sie sich inhaltlich irgendwann gar nicht mehr unterscheiden. Dann haben wir, wie im Osten Deutschlands, das häufigeren schon ein Geschehen, Koalitionen aus CDU, SPD und Grünen. Und so eine Koalition droht uns auch auf Bundesebene. Und dann dürfen diese Parteien ihre ganzen Vorstellungen zusammenfügen und wir bekommen wirklich so einen geeinten Altparteienblock gegen die AfD. Und das kann doch nicht die Zukunft sein. Deswegen hat das BSW hier eine ganz klare Haltung. Man wird bei guten Vorschlägen der AfD zustimmen. Wenn die AfD beispielsweise sagt, wir sind für den Parlamentsvorbehalt bei Waffenexporten, dann sagt das BSW natürlich, okay, da sind wir auch dafür, da stimmen wir zu oder da enthalten wir uns und machen dann einen alternativen Vorschlag. Aber dieses alles ablehnen, was von der AfD kommt, das ist einfach ein dummes Konzept und das fordert Thürmer hier. Kommunen geht es genau so weiter. Und ich wünschte, es wäre anders, weil es wäre so wichtig, dass ihre Brandmauer steht. Aber leider muss man sagen, an jeden aufrechten Demokrat und Demokratin in Thüringen, wenn sie die Demokratie schützen wollen und verhindern wollen, dass dieser Nazi Höcke was zu sagen hat, dann steht die Brandmauer. Wer gerade Nazi gesagt? Oh Gott. Vor der CDU leider nicht mehr und dann kann man nur herzlich jede andere demokratische Partei empfehlen. Höcke diskutiert, nicht Sie als SPD. Das ist alles ein Witz und ich sage Ihnen jetzt eines, ich könnte Ihnen jedes einzelne Beispiel nennen. In Thüringen hat in der Kreisstadt die SPD-Fraktion zusammen mit der AfD für die Ablösung eines Bürgermeisters gesorgt. Das ist SPD-Politik. Wollen wir auf dieses Karo hinunter? Ich finde ehrlicherweise, das, worum es geht, ist, dass sich Demokraten nicht vorhalten sollten, für diesen demokratischen Staat einzustehen, inklusive Leitkultur, inklusive der Frage. Ich würde doch sehr in Zweifel ziehen, dass SPD und CDU von Demokraten geführt werden. Also ich würde Nancy Faeser nicht als Demokratin bezeichnen. Also das neue Beamtenrecht, was sie gerade durchgesetzt hat, läuft auf eine Abschaffung der Unschuldsvermutung hinaus. Das ist jetzt nichts, was ich als demokratisch oder rechtsstaatlich oder sonst irgendwas irgendwie liberal bewerten würde. Dass dieses Land tatsächlich demokratisch geführt werden muss. Und jemand, der rechtsextrem ist wie Höcke, der muss tatsächlich in der Sache gestellt werden. Ich habe das gemacht. Da gab es auch Kritik von Ihnen. Wissen Sie, Sie haben Leuten empfohlen, lieber Germany's Next Topmodel zu gucken, statt über Demokratie zu reden. Und deswegen sage ich Ihnen eins, da braucht es hier keine Lehrstunde darüber, sondern es braucht eines, Klarheit in der Sache, Härte im Argument und vor allen Dingen eines. Ja, man müsste Höcke inhaltlich stellen, aber Höcke hat eher Vogt inhaltlich gestellt und nicht Vogt Höcke. Das kann man dem Duell, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Menschen zu überzeugen, nah dran zu sein und nicht eine Partei, die halb so stark ist wie wir. Wissen Sie was, Herr Vogt, was für mich Werte wären, dass ich mich nicht am Jahrestag der Befreiung von Buchenwald mit einem Nazi bei Primetime ins Fernsehen setze und ihn damit aufwerte. Das wäre für mich Werte. Macht Nissa Armanis Klatschen hier drüben. Also sag mir, dass du voll auf Regierungskurs bist, ohne mir zu sagen, dass du voll auf Regierungskurs bist.
Werte, die ich mir wünschen würde, dass auch die CDU sie verkörpert. Und bei Ihnen hat die Zusammenarbeit mit der AfD in Thüringen leider System. Der Punkt, Herr Thümmer, naja, also ist, der Punkt, Herr Thümmer ist verstanden. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Ja, Frau Wagenknecht, ich habe auch nicht nur eine Frage an Sie, denn auch das Bündnis Sarah Wagenknecht könnte ja durchaus eine wichtige Rolle spielen, auch in Thüringen nach der Wahl. Ist es für Ihre Partei vorstellbar, einen Ministerpräsidenten Mario Vogt zum Beispiel zu wählen, um einen Ministerpräsidenten Höcke zu verhindern? Nein. Nein, 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 Hilfe, nein. Also das BSW sollte sich aus der Regierungsbildung raushalten. Also es sollte die Position offensiv vertreten und dann werden sowohl AfD als auch CDU sagen, nein, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Deren Forderungen gehen uns zu weit. Wir sind neoliberal, wir wollen beispielsweise kein großes Investitionsprogramm in die Infrastruktur. Also das werden CDU und AfD ziemlich deutlich sagen, wenn es zu Sondierungsgesprächen kommen sollte. Und dann wäre diese Debatte auch sehr schnell vom Tisch. Und das, finde ich, könnte man vor der Wahl jetzt auch schon so klar kommunizieren. Es wird nicht zu einer Zusammenarbeit mit der CDU kommen. Also man kann in einzelnen Abstimmungen zusammenarbeiten, aber man wird nicht koalieren. Und dafür sind die inhaltlichen Differenzen einfach zu gut.